Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder 20 Kisten aus der Garnison öffnen und dazu war ich schon mehr oder minder fleißig, habe ein bisschen was zusammengefarmt und hier haben wir sie einmal. Die schimpfen sich große Kiste mit Bergungsgut und daraus brauche ich noch ein paar Timok-Items. Unter anderem beim Shami sind es noch 4 Stück und ja, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Gucken mal, was wir rausziehen. Ich hoffe, das ein oder andere T-Mog-Item ist drin. Ich brauche nämlich noch eine Faustwaffe, die genauso aussieht wie die, die ich beim letzten Mal schon rausgezogen habe, aber halt ein bisschen anders heißt, eine andere ID hat und dementsprechend quasi trotzdem noch als offen gemarkt ist. Zusätzlich sind es dann noch Schulterstücke, einen Gürtel und Schuhe. Und bis jetzt sieht es leider eher mau aus. Ich kriege hier so ein paar Materialien, wie ihr seht. Wir haben einige Garnisonsressourcen rausgezogen, aber leider kein T-Mog-Item bis jetzt. Noch nicht mal ein falsches, ne? Also es gibt ja auch noch alle möglichen anderen Teile, die ich schon bekommen habe. Aber auch da sieht es irgendwie schlecht aus. Nee. 4 Dinge haben wir noch. Na komm, ich vertraue auf das Herz der Kisten, nicht auf das Herz der Karten. Gib mir was. Oh boy, 2 Kisten haben wir noch. Ja gut, ich glaube, das war eine ziemliche Nullnummer, oder? Letzte Kiste? Ach, come on. Ich hasse diese Kisten, ich sag's euch. Ja gut, heißt, ich werde jetzt erstmal wieder ein bisschen Kisten farmen und sobald ich dann wieder ein paar habe, melde ich mich wieder. Alchila, bis zum nächsten Mal. Ciao.